Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Waschbeckenstopfen richtig einstellen kann, wenn dieser zum Beispiel undicht ist und einfach nicht richtig schließt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal sollten wir das Gestänge unter unserem Waschbecken genauer betrachten, denn hier ist die Zugstange von unserer Armatur dank diesem Verbindungsstück mit dem Gestänge der Ablaufgarnitur verbunden. Wenn das Verbindungsstück nämlich falsch sitzt, sollten wir hinten erst einmal ein bzw. zwei Schrauben gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das kommt einfach auf das Modell drauf an, dann können wir das Ganze auch schon herausnehmen. Und jetzt ist wichtig, dass einmal unsere Zugstange der Armatur ganz unten ist und auch unser Gestänge von der Ablaufgarnitur. Wenn beides also ganz unten sitzt, dann gebe ich mal das Verbindungsstück wieder hinein, schaue, dass es in etwa auch gerade sitzt und kann die Schraube auch wieder festdrehen. Da die Mechanik jetzt richtig eingestellt wurde, kann ich mal meinen Zughebel hier hinten noch betätigen und wir sehen, es schaut schon relativ gut aus, jedoch ist hier unten immer noch ein kleiner Spalt und wenn ich natürlich Wasser hier reinfülle, wird das Wasser mit der Zeit auch auf jeden Fall hier durchgehen. Deswegen mal nochmal den Stopfen herausnehmen und da können wir jetzt nämlich auch schon hier unten so eine kleine Schraube erkennen. Wenn ich die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann wird mein Stopfen im Allgemeinen größer und wenn ich sie im Uhrzeigersinn reindrehe, wird der Stopfen auch schon kleiner. Bei mir muss ich ihn ja etwas reindrehen, dass der Stopfen wieder kleiner wird, gebe das Ganze erneut in mein Waschbecken hinein, betätige meinen Zughebel und jetzt kann man schon relativ gut sehen, dass hier unten eigentlich gar kein Spalt mehr zu sehen ist und wir haben somit auch schon den Waschbeckenstopfen richtig eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt eben so einen neuen Waschbeckenstopfen oder auch gleich eine neue Ablaufgarnitur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.